Und da wären wir auch schon wieder. Leider gab es einen kleinen Fauxpas. Und zwar, zeige ich euch mal ganz kurz, ist die fünfte Mission schon fertig. Nur leider lief die Aufnahme nicht die ganze Zeit. Die letzten 5 Minuten fehlten. Und da man nicht abspeichern kann, müsste ich jetzt alles nochmal machen. Und das werde ich auch gleich mit euch zusammen, damit ihr da nichts verpasst. Aber nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt schon Mission 6 auswählen kann. Was wir aber eigentlich machen wollten, war das Banner abändern. Habe ich natürlich auch schon gemacht in der Folge, die ihr nicht gesehen habt. Dementsprechend kann ich euch gleich sagen, dass ich nicht so wirklich der Fan davon bin. Also man kann die Stangen ändern. Das ist auch ganz okay so. Aber die anderen Sachen, wie zum Beispiel die Ränder, da kann man hier innerhalb der Flagge einen Rand reinbauen. Warum auch immer. Es ist für mich nicht so wirklich nachvollziehbar. Deswegen lasse ich das mal. Also man kann da noch ganz viele verschiedene und so weiter. Aber normalerweise Flaggen haben außenrum, wenn überhaupt, einen Rand. Nicht einfach so in der Mitte. Ja, und dann könnten wir theoretisch noch oben ein Bild reintun. Wodurch das Ganze aber ziemlich überladen wirkt. Außerdem Adler oben, Adler da... Nicht ganz so toll, finde ich, gelöst. Oh ja, wir lassen das einfach so, wie es ist. Mit dem Ding da oben drauf und dann ist okay. So, jetzt aber töten. Wir wollen Kampagne und die fünfte Mission für mich nochmal spielen. Da geht es darum, dass wir angreifen sollen und die Gegner provozieren, uns mit der ganzen Härte ihrer Armee anzugreifen. Damit währenddessen oder kurz danach die eigentliche Mission passieren kann. Nämlich hier Mission 6. Oh ja, starten. We have reached the hibernation chamber. Toxin gas will flood the place as they swarm. But to do this, we must draw some of their strength off, so that we can reach the pumping station. You must be the diversion and drive an attack towards the secondary cluster of gene stealers. You must walk into the jaws of the enemy and allow them to close on you. May the strength of the Primarch go with you. Sergeant of the squad, accept your orders. 2 squads are at your command. You will deploy your Terminators here. We have predicted the enemy approach vector. Move your men to this location. Destroy the dormant gene stealers at the secondary cluster and draw a counterattack from the main group. The time of retribution is at hand. Also, wir starten hier. Wir sollen eigentlich nur, in Anführungszeichen, diese Gänge hier lang laufen, bis da unten hin und dann hier raus teleportieren. Klingt soweit ganz einfach. Vor allem der Aufbau suggeriert auch, dass es einfach sein könnte. Also wir stellen einfach hier einen Terminator ab und der ist durchgehend im Overwatch den ganzen Korridor lang. Dann sind die 3 Eingangspunkte alle komplett von ihm gesichert. Und so werden wir das auch machen. Und dann hier unten ähnlich. Wir schicken hier hinten einen Stormbolter hin. Der ganze Trupp läuft hier lang und der letzte Terminator im Stormbolter bleibt hier stehen, macht die Tür auf und deckt den Bereich ab. Das heißt, die 2 sind auch gesichert. Das heißt, 2 Terminatoren von 10 Stück würden dann schon mal 6 Spawnpunkte abdecken. Von 8. Das heißt, die restlichen 8 Terminatoren müssen sich dann nur um die beiden Spawn-Dinger da kümmern. Also ja, in der Theorie klingt alles super einfach. Gucken wir mal, wie es in der Praxis wird. Und gucken wir mal, wie lang der Ladebildschirm diesmal ist. Gene-Stealer können sich vermehren, indem sie andere Rassen als Wirte missbrauchen. Allerdings ist das nicht so wie bei Aliens, wie man es aus dem Film kennt. Also die bohren da jetzt nicht was rein und dann spawnt da ein neues Alien raus. Nee, das ist über mehrere Generationen. Also es gibt ja erst so eine Hybriden-Mischrasse und dann noch eine Hybriden-Hybriden-Mischrasse und ganz am Ende in der 3. oder 4. Generation kommt erst ein richtiger Gene-Stealer wieder raus. Weil so werden ganze Planeten unterwandert. Weil bei manchen von diesen Hybriden sieht man nicht, dass es wirkliche Gene-Stealer sind. Die sehen aus wie komplette Menschen. Und erst deren Kinder werden dann wieder so eine komischen Dinger. Oh ja, wie es scheint, ist der Ladebildschirm mal wieder etwas länger. Das heißt, ich werde jetzt einen kleinen Cut machen, bis wir im Spiel sind. Also bis gleich.
So, da wären wir auch schon wieder. Auch wenn ich das ein wenig albern finde, dass ich für einen Ladebildschirm extra was rausschneiden muss, solange ist der. Jedenfalls bei manchen Missionen. Bei anderen ist das nach ein paar Sekunden getan. Das ist sehr dubios. Aber okay, wir haben jetzt hier unsere Karte. Da und da kommen wir rein. Wir... Flammenwerfer. Alle diese Spezialwaffen sind echt ein Graus für mich. Ich hätte gern alle einfach nur mit Stormboltern ausgerüstet. Das wäre wesentlich angenehmer. Aber ja, wir schicken einen Stormbolter nach hinten. Das ist der, der dann später hier stehen wird und nach da abdecken. Dann schicken wir den Sergeant nach vorne. Den Flammenwerfer. Was machen wir mit dem Flammenwerfer? Also ja, man kann Flammenwerfer gut benutzen, um irgendwas abzudecken. Aber er hat nur 6 Schuss. Da decke ich lieber mit einem Stormbolter ab, der dann auch noch richtig häufig schießen kann bei langen Korridoren. Also läuft er einfach hier hinten mit dran. Und hier noch 2 Stormbolter. So, okay. Squad Gideon, das ist der Hammerman, mit dem ich auch nicht sonderlich viel anfangen kann. Deswegen geht er ebenfalls an vorletzter Stelle. An die letzte Stelle kommt ein Stormbolter, der nach hier abdeckt. Die Assault Cannon will ich nicht nach ganz vorne tun, denn dann könnte sie in Verlegenheit kommen zu schießen und wenn sie schießt, kann sie explodieren und die Umliegende mit umbringen. Das heißt, so machen wir das Ganze. Okay, deploy. Wusch, alle da. 4 CP, damit kann ich leben. Also du... Hierhin. Du... Dahin. Yes, brother. Moving. Du. Dahin. Du. Dahin. Du. Soll später dahin, ne? Ja, also auch einfach vorgehen. Und ich glaube, du müsstest noch 1-2 Punkte überhaben. Ne, du warst das. So, dreh dich mal nach da. So. Squad Lorenzo ist leer. Squad Gideon. Du. Guckst nach unten. Affirmative. Du guckst nach da. Du guckst nach da. Du gehst nach da. Also eigentlich ein Feld noch weiter. Genau, du dahin. Er bleibt einfach da hinten stehen. Damit er den da abdecken kann. Weil wenn sie da rauskommen, haben sie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder. Bis sie vor der Tür sind. Das heißt, er kann 2 Runden schießen, da bleibt nichts stehen. Das einzige Problem bei der Sache ist, ihr könnt Ladehemmung haben. Das heißt, wir müssten doch recht viele Command-Punkte immer übrig behalten. Deswegen spiele ich mit dem Gedanken, hier ein Terminator stehen zu lassen. Aber das klappt nicht, weil Gideon der Vorletzte ist. Und er kann nicht wirklich mit dem Stormbolter irgendwas abdecken, weil er hat keinen Stormbolter. Ja. Na gut, du. Wir brauchen ein paar von den Punkten. Um das Ganze ein wenig aufzulockern. So, wer hat noch ganz viel über? Du hast noch ganz viel über und du musst noch nicht in Overwatch gehen, weil die alle im Weg stehen. Also, in turn. Gucken wir mal, von wo sie kommen. Genau da, wo sie nicht herkommen sollen. Denn da stehen auch Terminatoren im Weg. Und 2 Blips hier vorne. Und da auch noch einen. Unpassender können es gar nicht sein. 3 CP. Wollen wir das neu würfeln? 3 und 4 sind wahrscheinlichstes, das Wahrscheinlichste. Ne, es war bei 2 Würfeln das Wahrscheinlichste. Bei einem Würfel... Lassen wir einfach mal. Also du... Gehst nachher in Overwatch. Du stellst dich dahin, guckst nach da und gehst in Defend-Modus. Ja. Die von hier hinten kommen, sind noch zu weit weg. Das heißt, du gehst einfach ganz normal vorwärts. Du ebenfalls. Du ebenfalls. Oh. Wir sind gerade auf irgendwas aufgetreten. Oder irgendwas wurde aufgedeckt. Irgendein Blip. Ah ja, 3 Stück gleich. Sehr schön. Warum nicht? Du, geh mal weiter. Das wird jetzt schon blutig enden. Weil er stellt sich jetzt so hin.
Dann kann er eventuell jemanden hauen, der ihn von da angreift. Ich sehe aber eher das Problem hier, dass sie durch die Tür durchkommen und nicht genug Terminatoren da sind, um zu schießen. Also du gehst in Guard-Modus. Let them come. Was bist du? Du bist... Stormbolter. Flammenwerfer. Du bist nicht sehr gut als Verteidigung von dem... Obwohl, wart mal. Du... Geh mal aus dem Weg. Yes, brother. Moving. Du gehst mal dahin. Drehst dich nach da. Machst die Tür auf. Und kannst nicht alle... Ah, doch. Kannst mehrere verbrennen. Ja, das reicht mir. Smush. Und der da hinten wird weggetackert von ihm. Das passt soweit. Okay. So viel dazu, dass Flammenwerfer nicht praktisch sind. Und die Tür ist zerstört. Ja, ist okay. Du? Warum kannst du nicht schießen? Weil er nicht durch Flammen schießen kann. Das sollte echt gefixt werden. Ich weiß nicht, ob das im Standardregelwerk drin ist oder nicht. Aber für mich blockieren Flammen keine Schussbahn. Vor allem nicht, wenn man die Sinnesorgane und die Sehhilfen von Terminatoren in Betracht zieht. Aber okay. Overwatch. Ich denke, mit der wird sie sich erst bewegen, sobald das Feuer weg ist. Nicht so schön, aber na gut. Du, dahin. Der Rest kann er vorrücken. 1, 2, 3. Tür öffnen 4, 5, 6. Ja, kann vorrücken. Clear a path. Du. Auch vor. Du könntest auch hier lang gehen. Ja, geh mal da lang. Tür ist zu, wie man auf der Kamera sehen kann. Er hat noch Punkte über, das bringt uns aber nichts. So, wer hat hier noch Punkte über? Er. Kann aber nicht an ihm vorbei. Wir haben 2 Punkte über für Ladehemmung von ihm. Ja komm, sicher, sicher. Wir wollen nicht irgendwelche Terminatoren verlieren, nur weil ich zu geizig mit meinem Kommando bin. Oh, und da kommen gleich die nächsten. Sind doch ein paar mehr. Viel mehr. ja. Also ich sehe den Hammer Terminator sterben und ich sehe Gideon sterben. Also beide Sergeants. Das wäre nicht so schön. So. Du. Hau den dazu klopfen. Er ist am Zug, er ist ein Sergeant und er hat einen riesen Hammer und ein Schild. Er greift an. Warum stirbt er? Okay. Heute ist nicht mein Tag. Overwatch. Du willst du nochmal brennen? Kommst du aber da hinten nicht an. Nee, komm. Du ziehst dich jetzt zurück. Du stellst dich da hin und gehst da an Overwatch. Warum muss immer einer wegen sowas sterben? Brother Noctis. Könntest dich da hinstellen und da an Overwatch gehen. Was glaube ich auch eine sehr gute Idee ist, denn von oben kommt noch viel mehr. So. Overwatch. Overwatch. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Da unten. Unten ist das nächste Problem. So.
erster. Fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5 bis 8.